Auf dieses Bild haben die BVB-Fans gewartet. Matthias Ginter in Schwarz-Gelb. Anfangs wirkte der 20-Jährige noch ein bisschen verloren in seiner neuen Umgebung. Doch Subotić und Co. kümmerten sich sofort um den Neuzugang aus Freiburg. Der erste Weltmeister ist also angekommen bei der Klopp-Truppe. Die anderen deutschen Titelhelden steigen erst später ein. Durm und Großkreuz werden morgen zum Vizemeister stoßen, Weidenfeller und Hummels dann am 10. August.